Moin, schön, dass Sie wieder da sind in Ihrer Mikrobiom-Praxis online. Heute geht es um dieses Thema, das Mikrobiom, unser Superorgan, das wir permanent füttern, ist ganz, ganz, ganz entscheidend für unser Gewicht. Viel Freude! Nun darf ich mich vorab vorstellen. Mein Name ist Dagmar Prassler. Ich bin ehemalige Kinderkrankenschwester, Heilpraktikerin jetzt seit vielen Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten. Ich bin medizinische Fachreferentin, das heißt, ich bilde Therapeuten aus, Ärzte, Heilpraktiker, auch Apotheker und ich halte mit viel Freude und Leidenschaft Vorträge vor dem sogenannten Endverbraucher. Ich habe mich auf verschiedene Ernährungstherapien spezialisiert, auf daraus ableitende Stoffwechselerkrankungen oder Stoffwechseloptimierungen. Ich bin Orthomolekulartherapeutin, das heißt, ich behandle meine Patienten mit den sogenannten Vitalstoffen, die wir eigentlich mit der Ernährung täglich zu uns nehmen sollen und die für unseren Körper, unsere gesamte Gesundheit natürlich wesentlich sind. Und ich bin eben Mikrobiomtherapeutin. Als solche stehe ich hier auch und begleite Sie herzlich gerne durch meine Mikrobiompraxis. In meinen Videos beschreibe ich Erfahrungen aus meiner Praxis, insbesondere den Verlauf einiger konkreter Behandlungen. Ich weise darauf hin, dass die beschriebenen Verläufe Einzelfälle sind und keine allgemeinverbindlichen Rückschlüsse daraus gezogen werden können. Andere Menschen können anders reagieren, auch wenn sie die gleiche Behandlung erfahren. Es handelt sich um meine subjektiven Wahrnehmungen. Ein Heilversprechen ist darin nicht zu sehen. Ich habe für meine Videos keinerlei finanzielle Unterstützung erhalten. Es handelt sich ausschließlich um einen redaktionellen Beitrag. Neben den gezeigten Produkten gibt es auch noch weitere von anderen Herstellern. Billionen Freunde, die uns besiedeln von innen und von außen und immer dabei sind, was auch immer wir tun, diese Billionen Freunde entscheiden und regulieren unser Gewicht. Vorausgesetzt, wir haben die richtigen Freunde. Wie immer im Leben ist das ganz wichtig und so auch in diesem Fall. Die WHO hat auf der Weltkonferenz 2005 bereits gesagt, im Jahr 2020 werden 75% der Todesfälle auf chronische Erkrankungen zurückzuführen sein, die größtenteils durch falsche Ernährung und durch Übergewicht ausgelöst werden. Das ist nicht mehr lange hin. Übergewicht hat mehrere Faktoren in der Entstehung. Die Familie spielt eine große Rolle, die Ernährung, die Bewegung, die Einnahme von Medikamenten, hier vor allen Dingen von Antibiotika. Das zeige ich Ihnen gleich noch, warum das ein Riesenfaktor ist. Im Alter verändert sich unser Mikrobiom und somit unser Gewicht auch nochmal sehr. Natürlich führen Stoffwechselerkrankungen auch zu entweder Gewichtsverlust oder eben auch zum Übergewicht. Aber entscheidend ist die mikrobielle Zusammensetzung im Darm. Hier sind unsere Billionenfreunde, die permanent mit unserem Stoffwechsel in Verbindung stehen und darüber natürlich auch unser Gewicht bestimmen. Schon zu Beginn des Lebens entscheidet sich, ob wir später Übergewicht bekommen, leichter Übergewicht bekommen als andere oder nicht. Hier ist es ganz wichtig, unter welchen Bedingungen unser Mikrobiom sich überhaupt in und um uns herum manifestieren kann. Und hier gibt es einige Mechanismen, die wirklich entscheidend sind, nämlich Antibiotika. Wenn Säuglinge entweder gleich nach der Geburt oder teilweise eben auch vor der Geburt Antibiotika bekommen, also das heißt vor der Geburt natürlich über die Mutter, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass sie später Übergewicht entwickeln. Zumindest ist das in dieser Studie herausgekommen. Hier ging es vor allen Dingen um Breitspektrum Antibiotika. 65.480 Kinder wurden darauf untersucht. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit in der Kinderklinik auf der Frühgeborenenstation, dort hatten wir die sogenannten Frühchen im Inkubator, im Brutkasten und sie bekamen Antibiotika-Infusion. Warum? Weil das Immunsystem noch nicht richtig ausgebildet war. Die wogen teilweise 800, 900.000 Gramm. Da hatte man natürlich zu Recht Sorge, dass eine Infektion das Leben dieses
Frühgeborenen gefährden kann, aber welch Nachteil auf den späteren Metabolismus und auf die Entwicklung unseres Mikrobioms diese frühen Antibiotikagaben haben werden, das hat man damals noch nicht gewusst. Und so ist auch mein Patient Klaus ein sogenanntes Frühchen. Er hatte in der Kindheit, wie er mir erzählte, andauernd irgendwelche Infekte. Er konnte häufig den Sport nicht mitmachen, konnte auf Klassenreise nicht mit. Als Erwachsener dann Nasennebenhöhlenentzündung, immer wieder Antibiotika einnahm, wobei die Frage ist, ob Antibiotika dann wirklich hilft. Nasennebenhöhlenentzündungen sind häufig viral. Ein Antibiotikum wirkt aber nur gegen Bakterien. Er hat seit einigen Jahren eine schleichende Gewichtszunahme, er macht viel Sport, er macht immer wieder Diäten, aber er ist zu dem Schluss gekommen, bringt alles nichts. Vor allen Dingen Diäten bringen am Ende gar nichts. Ich habe ihm versucht zu erklären, woran das liegen könnte. Die geringe Diversität des Mikrobioms fördert die Entstehung von Übergewicht. Wir haben in dem Basisvideo ja schon gehört, dass Antibiotika unsere ganz wichtigen Bakterien vernichtet, die die Grenze bilden zwischen Darm und Körper. Und in dem Moment entstehen Metabolite, die in den Körper eindringen können und den Stoffwechsel durcheinander bringen. Diese geringe Diversität verschlechtert explizit nochmal das Ansprechen auf Diäten und begünstigt sogar eine weitere Gewichtszunahme, eine Insulinresistenz und erhöhte Blutwerte. Sogar die Entzündung an der Darmschleimhaut sind darauf zurückzuführen. Also unsere Freunde, die wir brauchen, auch um unseren Stoffwechsel, unser Gewicht zu halten, leiden sehr unter Antibiotika. Am Ende haben wir eine Wüste und einen erhöhten Body Mass Index, der sich aus der Körpergröße und dem Gewicht errechnet. Da gibt es auch einige Umrechnungsmöglichkeiten im Internet. Schauen Sie einfach mal. Ein normales Gewicht haben wir bei rund 18,5 Body Mass bis 24,925. Übergewichtig sind wir ab 30 und stark übergewichtig sind wir bei einem Body Mass Index von über 35. Man hat festgestellt, dass viele Patienten einen Body Mass Index um 35 in der Tat haben, wenn sie eine geringe Diversität des Mikrobioms haben, zum Beispiel durch wiederholte Antibiotika-Einnahmen. Denn Antibiotika vernichten immer gute Bakterien des Mikrobioms, vernichten immer einige unserer Freunde und sie schädigen auch immer die Darmschleimhaut. Die geringe Immunleistung und die schlechte Nährstoffversorgung führt auch dazu, dass wir unter Antibiotikagabe sogar mehr Appetit entwickeln, mehr essen und auch darüber mehr an Gewicht zu nehmen. Was sagt die Wissenschaft jetzt dazu? Die Wissenschaft hat Probiotika entwickelt, die diesen Kollateralschaden der Antibiotikaeinnahme hemmen können. Das sind Multispezies-Probiotika, die die Diversität wiederherstellen, vor allen Dingen die Immunleistung, den Stoffwechsel wieder unterstützen und auch die Durchfälle verhindern. Diese Antibiotika-assoziierten Diarrhöen-Durchfällen kennen viele Menschen, die Antibiotika einnehmen. Und so haben wir hier einmal das Omnibiotic 10 zu jedem Antibiotikum einzunehmen. Ich zeige Ihnen gleich genau wie unter das Lactobacter AAD. Hier haben wir das Pulver, das außerhalb des Körpers die Bakterien wieder reaktiviert. Hier haben wir Kapseln. Während der gesamten Antibiotikatherapie ist es notwendig, sofort auch Probiotika dazuzunehmen. Zweimal täglich mindestens ein Sachet, zum Beispiel Omnibiotic 10. Das könnte heißen, morgens Antibiotikum, mittags Probiotikum, nachmittags Antibiotikum und am Abend wieder ein Probiotikum. 14 Tage lang täglich ein Sachet nach der Antibiotikatherapie noch dazu nehmen, das ist ganz wichtig. Mindestens eine Minute Aktivierungszeit abwarten, umrühren und nüchtern trinken.
nicht gleichzeitig, also das heißt nicht zum gleichen Moment mit einem Antibiotikum einnehmen, sondern 2-3 Stunden Karenz dazwischen haben, so wie ich es gerade eben auch erklärt habe, damit sowohl das Antibiotikum wirken kann als auch das Probiotikum. Kinder bis 3 Jahren nehmen die halbe Dosierungsmenge dieser Sachets Omnibiotik 10. Fructoseintolerante oder Fructose-Malabsorptionspatienten sollten die Aktivierungszeit auf 30 Minuten erhöhen. Wenn Sie sich entscheiden, doch lieber Kapseln zu nehmen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie auch hier weiter bis 14 Tage nach der Therapie diese Kapseln einnehmen, täglich einmal 2 Kapseln während der Antibiotikatherapie, und Kinder ab 8 Jahren können Kapseln einnehmen, bis dahin nicht. Das heißt, diese Kapseln haben eine andere Wirkung, die Kinder bis zum 8. Lebensjahr nicht vertragen. In den Kliniken gibt man heute den Neugeborenen das Omnibiotik als Pulver, tupft es einfach auf die Lippen. Frühchen können natürlich noch nichts schlucken, und darüber wirken die Probiotika, diese probiotischen Keime, bereits auf das sich entwickelnde Metabolom. Die Wiederherstellung der Diversität ohne Probiotika braucht mindestens 6 Monate. Wenn Sie häufiger im Jahr Antibiotika einnehmen müssen, reduziert sich die Diversität stückweise immer wieder, jedes Mal um 10%. Mit einem Multispezies-Probiotikum, aber auch wirklich nur damit, braucht der Körper circa 1 Monat, und dann hat er seine Diversität wieder. Und denken Sie daran, Antibiotika vernichten immer wichtige Darmbakterien und reduzieren darüber immer nachhaltig die Artenvielfalt, die Diversität. Antibiotika sind lebensrettend bei schweren bakteriellen Infektionen, aber auch nur dann. Übergewicht im Vergleich zu einer Adipositas, also einem krankhaften Übergewicht, das ist besonders die Bauchform, die hier entscheidend ist. Wir haben hier die sogenannte Apfelform, also wirklich eine enorme Fettansammlung in der Bauchhöhle. Das ist sehr, sehr ungesund. Wir haben auch hier einen übergewichtigen Patienten, aber hier verteilt sich das Fett anders. Wir haben es hier eher an den Hüften und am Po. Das ist nicht schön, aber nicht ganz so gefährlich wie dieser sogenannte Apfeltyp. Denn hier haben wir das Bauchfett in der Anreicherung, das sogenannte viszerale Fett. Schauen wir uns noch einmal an, wie man das Bauchfett messen kann. Taille durch Hüfte. Das können Sie ganz einfach messen. Lassen Sie sich helfen. Denn dieser Faktor darf bei den Männern nicht über 0,9 sein und bei den Frauen nicht über 0,8. Das ist eine relativ enge Spanne. Insofern ist es wichtig, dass Sie wirklich richtig messen und sich da unter Umständen unterstützen lassen. Denn ab einem Wert von 1,2 nimmt die Insulinsensitivität bereits ab. Da sind Sie dann schon auf dem Weg zu einer Insulinresistenz. Das geht relativ schnell, und das passiert schon bei einem Body Mass Index ab 25. Hier habe ich Ihnen einmal die Insulinkurve mitgebracht, und da sehen Sie ganz genau, dass der Blutzucker, der hier gelb-grün eingezeichnet ist, in enger Verbindung steht zur Fettverbrennung. Das ist die rot gestrichelte Linie hier. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir nachts einen kontinuierlichen Blutzucker haben von 90. Das bedeutet, dass wir nicht nachts andauernd zum Kühlschrank laufen und irgendwas essen. Dann haben wir eine geringe Insulinkurve, das ist hier die blaue, einen geringen Blutzucker und eine hohe Fettverbrennung. Morgens stehen wir auf, gegen 8 gibt es Frühstück, Müsli, Brötchen, irgendetwas Kohlenhydratreiches. Was passiert? Blutzucker geht hoch, Insulin geht mit hoch, Fettverbrennung rauscht in den Keller. Jetzt braucht das Insulin einen Augenblick, um den Zucker in die Zellen zu bringen. Es gelingt hier ungefähr ab 9 ist der Blutzucker gering, aber die Insulinkurve ist immer noch relativ hoch. Das heißt, so um 9, 10 Uhr herum können wir schon wieder in irgendetwas Süßes beißen. Mittags dann um 13 Uhr gibt es Pasta, Pizza, also nochmal ordentlich eine kohlenhydratreiche
Ernährung, Mahlzeit, was passiert? Blutzucker geht richtig hoch, Insulin geht noch höher, Fettverbrennung, Keller. Jetzt ist das wieder so wie morgens. Irgendwann ist der Zucker verstoffwechselt, dann rauscht der Blutzucker in den Keller. Das Insulin bleibt als Wächter aber noch hoch. Und was haben wir so um 14, 15 Uhr? Süßhunger. Und wir sind müde, wir können uns nicht mehr richtig konzentrieren. Am Abend werden wir dann vernünftig, essen zum Beispiel Gemüse mit etwas Eiweiß oder nur eine Suppe. Und was passiert? Unser Zucker reguliert sich wieder, das Insulin reguliert sich wieder und die Fettverbrennung zieht wieder an. Wenn wir jetzt tagsüber permanent irgendetwas Süßes zu uns nehmen, dann haben wir immer diese Kurven. Dann kann die Fettverbrennung überhaupt gar nicht stattfinden. Das heißt, ein dicker Bauch zum Beispiel bleibt dann auch ein dicker Bauch. Was sagt die Wissenschaft dazu? Es wurde entwickelt und in ganz vielen Studien in der Wirkung untersucht, ein Multispezies-Probiotikum, das in der Lage ist, dieses Fett am Bauch zu reduzieren und das Taille-Hüft-Verhältnis zu reduzieren auf einen normalen Wert. Und zwar nach 12 Wochen Probiotika-Einnahme. Also bereits nach 3 Monaten war dieser Effekt ganz deutlich. Es ist das Omnibiotik Hetox Light. Fragen Sie gerne in Ihrer Apotheke danach. Viele, viele Studien haben bewiesen, dass nach einer Einnahme, aber auch hier von 6, 9, besser sogar 12 Monaten, dieser Effekt auch langanhaltend ist. Sie brauchen aber auch eine Ernährungsumstellung. Sie haben eine erste Reduktion des Taille-Hüft-Verhältnisses bereits nach 12 Wochen. Wenn es aber darum geht, dass Sie dauerhaft Ihr Bauchfett verlieren wollen, dass Sie auch gesünder leben wollen, dann brauchen Sie etwas länger. Das ist das, worauf es doch ankommt. Wir wollen unsere schlanke Linie wieder erhalten. Das hat zum einen natürlich ästhetische Gründe, aber es ist auch die Gesundheit. Ein richtig dicker Bauch ist eine Gefahr für den Körper. Und so sieht der probiotische Einnahmeplan aus für meinen Patienten Klaus. Bei Antibiotika-Einnahme habe ich ihm geraten, dringend ein Multispezies-Probiotikum AAD einzunehmen. Er hat häufig auch Zahnherde. Da gibt der Arzt, der Zahnarzt, ihm auch ein Antibiotikum, wenn er einfach tiefer in die Zahnfleischtaschen reinschneiden muss. Da nimmt er vorher, wenn er das weiß, schon Omnibiotik 10 zum Beispiel. Das rate ich Ihnen auch, wenn Sie wissen, es kommt eine Antibiotikagabe auf Sie zu, fangen Sie rechtzeitig an, Ihr Mikrobiom zu schützen. Bei einem Übergewicht mit einem Taille-Hüft-Verhältnis über 1 wäre ein Multispezies-Probiotikum, nämlich das Omnibiotik Hetox Light, für Sie auch sehr gut. Dazu eine entsprechende Ernährungsumstellung. Gehen Sie in die Apotheke. Die meisten Apotheken sind auf das Mikrobiom und vor allen Dingen auf das Mikrobiom im Verhältnis zum Gewicht geschult und können Sie perfekt beraten. Was Sie noch tun können, essen Sie bunt, essen Sie vielfältig, rotieren Sie Ihre Lieblingsspeisen, essen Sie nicht jeden Tag das Gleiche. Bevorzugen Sie naturbelassene Nahrungsmittel und lassen Sie alles das, was die Industrie verpackt, nach Möglichkeit weg. Achten Sie auf die Artenvielfalt um sich herum und vor allen Dingen auf und in Ihrem Mikrobiom. Und vor allen Dingen essen Sie mit Spaß, mit Freunden und mit Freude. Seien Sie achtsam. So macht Vielfalt glücklich. Alles Gute für Sie. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.